Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hexit. Ja, weiter geht's. Und zwar habe ich jetzt gerade mal die Rucksäcke alle ausgeräumt, damit wir wieder Platz haben, um neues Zeug zu sammeln. Und ich habe überlegt, wir müssen hier mal kurz ein bisschen mehr Platz schaffen, vor allem für die Monster Drops. Und zwar verwurschteln wir da mal ein bisschen. Was? Ich überlege gerade. Ach, genau. Und wir wollten uns Glück auf unsere Spitzhacke drauf zaubern. Also nicht zaubern, sondern ja, verbessern. Was habe ich? Ich habe eins noch frei. Zack. Ach nein. Zack. Zack. Wie viel kann er drauf? 450? What the fuck? Nicht schlecht. Ja, von zu. Nein. Nein, das habe ich nicht. Na? Was zum Teufel ist denn jetzt los? Zack, bumm, ups. Und dann tun wir die 5 da noch drauf, weil, mein Gott, wofür brauchen wir denn das Zeug sonst? Ich denke, für nichts weiter. So, Lack. Gibt es irgendwas, was, wie, wo, wie viel und so? Keine Ahnung, ach, egal. Passt schon. Okay, gut. Ja, den Brauchstand müssen wir noch irgendwie loswerden. Ich habe keine Ahnung, wohin damit. Tue ich glaube ich erstmal oben aufs Regal. Zu der spackeligen Melone. So, was zu essen. Ach, nehmen wir das Brot wieder mit. Das hab ich weggetan. So, also aus, ne? Mal eben weg tun und so. Das sollte eine Diamant-Chest sein, denke ich mal. Also machen wir uns, eine Diamantkiste. Haben wir noch Kisten übrig? Ja, natürlich haben wir noch Kisten übrig. Ach, und Holz brauchen wir auch dafür. Das heißt, ich nehme mal die Living Metal und klopp endlich mal diesen Baum hier weg, den ich so oder so schon die ganze Zeit weg haben wollte. Und zwar den hier. Zack. Da regnet es Holz. Lalalala. Wow, die Hälfte davon weggekloppt. Nicht schlecht. Ich hoffe ja, dass es, wenn wir wieder auf Seelenfangen gehen, das Ganze wieder, ja, quasi heile macht, aber ich glaube, das läuft so. Ich meine, so ging das. Sollte eigentlich so sein. Also, alles kein Thema. Zur Not machen wir uns halt eine gute, teure, modifizierte Spitzhacke. Oder sowas in der Art. Zup, 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 zup. So. Wunderbar. Zack. So. Jetzt können wir auch wieder arbeiten. Glaube ich. Wie ging das denn noch gleich? Ich glaube hier, da. Und dann. Ach Gott, nee. Ich warte. Moment. Moment. Chest. Da. Wie? Silver Chests kann man machen? Cool. Weil Silber bekommt man nämlich nur von diesen NPCs oder aus den Ore-Berries. Was ist das denn hier? Secret Chip Chest? Achso, ja, ja, das kenne ich. Okay, 4 Diamanten und ein Block für eine Kiste. Nur ein Block? Ach. Ein Block und 4 hiervon. So, oh. Zack, 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 zack. Und eine Kiste in die Mitte. Lalalala. Okidoki, kloppen wir das Ding mal weg. Brink. Und hauen wir den ganzen Krimskrams mal wieder hier rein. Jetzt haben wir auf jeden Fall viel mehr Platz als vorher. Haben wir alles? Ja, gut. So, das kommt da rein. Das, das, das. Aha, aha, aha. Okay. Ja. Schon mal mehr Platz. Das ist schon mal gut. So. Das Lapis kommt wieder dahin, wo es herkam. Wobei ich frage mich, ob die hier nach Größe gehen. Weil nach Größe gesehen ist Diamond eigentlich gar nicht mal so groß. Also ich finde, warte mal, wir können ja mal eben vergleichen. Die hier ragt da 2 rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2, 3, 4, 5, 6. Hell, genauso groß. Okay. Ist mir auch wurscht. Egal. Hauptsache, wir haben große Kisten, nicht wahr? Ist die ist genauso groß. Die sind alle gleich groß. Gut zu wissen, dann hätten wir uns die Diamanten eigentlich sparen können. Aber hey, was soll's? Jetzt haben wir was gemacht. Müssen wir jetzt mit dem. Apropos, was sagen denn die Berries in unserem schönen Anpflanzraum? Die sagen, die sind fleißig am Wachsen. Die haben schon mal ein bisschen EP. Tschink. Die wachsen, wir müssen unbedingt mehr davon finden. Aber dafür treiben wir uns, glaube ich, zu wenig in Höhlen rum. Können wir mal den nächsten machen? Eine Ohrberry-Erkundungstour. Moha. Wo wir haben gar nichts in der Nähe erkunden können. Ach, ist ja auch egal. So, jetzt wollte ich eben das Zeug hier wieder wegstellen. So. Den Rest brauchen wir alles. Ach, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Und zwar wollte ich mir diese kleinen paar wenig Strings, die wir so bekommen haben, schnappen und daraus noch größere, also noch mehr große Taschen machen. Warum ist hier Holz drin? Ja. Denn die sind nun mal wesentlich praktischer als die kleinen Süßen, die wir gefunden haben. So, wie ging das noch gleich? Das ging doch so und so. Jawohl. Okay, ich werde erstmal das brennen hier. Ach genau, guck, da haben wir noch ganz viel Leder. Noch mehr Leder, meine Güte. Und ein bisschen Kohle, gut. Das waren alles Strings, die wir hatten. Richtig? Richtig. Dann werden wir die auch direkt mal verwurschteln. Zu so vielen Tent Leather wie nur irgend möglich. So, sieht doch schon ganz gut aus. Das ist doch schon mal eine Menge. Upsa. Oh, diese buggigen Chests. Furchtbar. So, wie viel brauchen wir? 8, ne? Und das, da können wir schon 2 große Taschen raus. Konnte man jetzt die färben? Hm. Ja, konnte man. Wieder so, ach, direkter Farbe. Was haben wir jetzt für einen? Wir haben einen normalen braunen. Wir haben doch bestimmt noch hier Pflanzen, die Farbe geben, nicht wahr? Den können wir mal irgendwo hinstellen und mal gucken, ob er wächst. Ups. Muss wahrscheinlich auf Erde stellen, wa? Auch nicht? Okay, dann ist das wohl auch ein Berry-Zeugs, was im Dunkeln wächst. Das ist gut, dann stellen wir die gleich auch dazu. Aber jetzt wollte ich erstmal nach Farbe gucken, genau. Orchid. Gibt das irgendwas? Midnight Black. Okay. Eine Midnight Blackige und eine Rosenrote. Das wäre doch was. Ja. Tun wir die Hälfte wieder zurück. Brauchen wir nicht den Scheiß. Obwohl die machen wir einfach platzsparend. Glaube ich. Ist besser für unsere Ordnung. Okay. Gib mir mal Leder. Wuhuhu. So, mach mir die rote zuerst. Ups. Zack, ein rotes, riesengroßes Backpack. Big Red Backpack. Ja, könnte fast ein Zungenbrecher sein. Okay, noch einmal checken, ob die wirklich alle leer sind. Ja. Prima. Wir müssen neue Regale bauen. Wir brauchen mehr Platz für Krimskrams. Tun wir das da rein und das da rein und das da rein. Ja, passt. So, jetzt mal fertig hier. Ja, wunderbar. Okay. Und die dunkelgraue Black Backpack. Perfekt. Deutschlandfarben. Oh mein Gott, das war keine Absicht. Ja. Boogie-Boo. 1, 2. Ich weiß gar nicht, ob es hier nicht wirklich noch zu hell ist. Mach die mal weg. Jetzt nehmen wir hier woanders hin. Irgendwie. Ist nicht hier so? Wo ist es eigentlich hell genug hier, meine ich. Meine ich zu wissen. Das noch weg? Auch nicht. Okay, wo sollen die denn bitte schon hin?
Oh, ich muss da wieder zumachen. Gute Frage. Warte. Blightberry Bush, haben wir die nicht im Nether gefunden? A little bit easing, evil, killing, healing. Bestimmt irgendwie auf... Braucht bestimmt ein warmes Klima oder so. Also, ich werde mich informieren. Aber nicht jetzt. So, ne? Rein mit dir. Und ihr kommt hier hin und, ihr kommt zurück. Hier sind wir auch fertig. Gut, dann kommen wir auch zurück. Und die sowieso. Dann, was konnte man jetzt nochmal mit diesen Viechern hier machen? Mit dem Shiny Whatever? Vielleicht kann man die auch irgendwie zusammenfügen zu irgendwas Großem. Ne? Schade. Ja. Warum kann man damit nichts machen? What the fuck? Da werde ich wohl auch mal googeln müssen. Wahrscheinlich haben die noch keine Funktion. Die kommt erst noch dazu. Weil wir sind ja sowieso noch an einer relativ frühen Phase von Hexit. Und da wird sie sicherlich noch einiges tun. So, okay. Dann legen wir uns mal eben hin. Und dann wollten wir ja nochmal in den Twilight zurückgehen. Und was nochmal tun? Irgendwie habe ich es vergessen. ja, habe ich irgendwas sonst noch vergessen hier? Nö, ne? Ach genau, ich könnte mir so ein paar von diesen coolen Stuffs bauen, ja. Die sind eigentlich gar nicht mal so übel, glaube ich. So ein... Obwohl, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich denke da eh nicht dran, die zu benutzen. mal überlegen, was könnte man denn noch basteln? Ach, mir fällt jetzt gerade eh nichts ein. Gut, dann gehen wir lieber nochmal... Hier haben wir das wollen wir alles nicht. Gut, soweit haben wir alles da, was wir so brauchen. Fackeln würde ich gerne wieder ein paar mitnehmen. Ist es hell? Ja, ne? So, ich guck mal kurz hier auf die Karte, was wir so noch in der Nähe haben. Und wo wir mal hingehen könnten. Irgendwas Tolles Neues. Vielleicht so eine Riesenburg. Das wäre mal cool. Vielleicht gehen wir mal durch diesen Wald hier. Das wäre doch mal eine Idee. So ein bisschen wieder Welterkundungstour. Was haltet ihr davon? Ich weiß nicht. Ich meine, jetzt haben wir den Nether schon entdeckt. Wir sind ein bisschen durch den Twilight gerannt. Obwohl, den Twilight, den haben wir noch nicht so weit durch. Ich denke, wir gehen in den Twilight. Apropos Twilight, wo ist eigentlich mein Bett? Wo ist das denn hingelegt? Na, ja. Das könnte noch irgendwo in der Pampa stehen. Da steht's gut. Bretter. Haar an der Nase. Pfui. Nein, da. Schnell ein Bett gezimmert und dann geht's wieder los in den Twilight. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Was ganz Wichtiges sogar. Verzaubern. Hey. Das hätte ich jetzt wirklich fast vergessen, Mensch. Deswegen haben wir doch so viel Level gesammelt und sind durch diese eine Ding ins Bock da rein. So, als erstes reparieren. Dann hier drauf brauche ich, glaube ich, erst einmal... Wie viel kostet das? 11? Nein, bevor ich das mache, verzaubere ich erst einmal meine Rüstung. Das ist gerade mal viel wichtiger, damit wir ein bisschen weniger Schaden bekommen. Und, Protection, Fire Protection, die hätte ich gern hoch. Auf Maximum. Oh, scheiße, das war ziemlich teuer. Jetzt insgesamt. Kriegen wir noch was auf die Boots drauf? Mit 9? Warte mal, wir haben jetzt, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt Protection, Protection, Fire Protection. Jetzt brauche ich noch, Blast Protection wäre ganz gut, aber da können wir auch über Buch verzaubern, weil da hatten wir doch so viel gehabt. Gucken wir, ne? Gucken wir, hallo. Gucken wir da nochmal eben schnell rein. Was wäre noch so ein Thorns? Fire Protection 3? Feather Falling 4?
Infinity, Back, Sin Touch, Blast Protection 1. 1. 4. Da. Perfekt, obwohl wir müssen mal gucken, wie viel das kostet. Wahrscheinlich ist es mal wieder arschteuer. Blast. Oh, 12. Ja, sag ich doch. Gut, dann müssen wir wohl noch ein bisschen EP sammeln gehen. Mal wieder. Aber hey, das können wir ja ziemlich gut. Das außerdem ist es ja irgendwie Sinn und Zweck dieses Texture-Pack. Hätte ich fast gesagt. Mein Gott, Modpacks. Eieiei. Tut mir leid, es ist schon spät. Aber hey, was soll's. Okay, dann können wir jetzt mal wieder losziehen. In den Twilight. Vielleicht gehen wir jetzt mal in die andere Richtung, wo nicht immer dieser blöde Riesenberg ist und uns voll den Weg versperrt. Und zwar nicht in diese Richtung, sondern hier lang. So, was sagt die Karte dazu? Ja, hier haben wir noch gar nicht so viel entdeckt, also werden wir da auch mal hingehen. So, in diese Richtung, diesem Strich hier folgend. Vielleicht sehen wir auch mal ein paar andere Biome. Außer dieses kleine Pilzbiom, was wir da so entdeckt haben. Und, ist da noch mehr? Oh, was ist das denn? Oh, ein Labyrinth. Ein Labyrinth im Regenwald. Okay. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Nein, wir gehen jetzt erstmal in die andere Richtung. In diese Richtung. Mit dem Schwert in der Hand. Und ein Bunny. Bunny. Gibt es eigentlich auch Schokobos, weil hier die Gesellen wachsen? Gut möglich, oder? Ein Riesenbaum. Sind wir eigentlich schon über die ganze Ebene hier stolziert? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Dann machen wir es jetzt mal. Gucken, was wir noch so Schönes finden. Noch so ein Riesenbaum. Ganz viele Hirsche. Hopp, hopp. Ein Chicken. Noch ein Chicken. Komm zurück. Komm zurück. Ich will deine EP. EP, die will ich. Ich bin EP-geil, denn EPs sind toll. Die kann man tolle Sachen machen. So. EP sammeln macht Spaß. Wenn ihr übrigens Tipps habt, wie ich am besten meine Rüstung verzauber, sagt Bescheid, schreibt in die Kommentare, das wäre ganz cool. Weil ich weiß nicht genau, inwiefern die sich addieren oder nicht, die Verzauberung. Und ich kann ja auch nicht die verschiedenen Protections auf eine Rüstung drauf machen. Sagt Bescheid, wenn ihr da mehr wisst als ich. Ich freue mich wirklich über jeden Tipp. Und versuche die auch so gut ich kann irgendwie umzusetzen. Wir haben ja schon ziemlich viele Bücher gefunden, die wir benutzen können. Da müssen wir ja nicht nur unsere kostbaren EP für die ganz teuren Verzauberungen ausgeben. Sagt, wie ich am besten kombiniere und was ich jetzt noch auf die Rüstung so alles drauf tun kann. An weiteren Verzauberungen, außer Unbreaking natürlich. Das kommt natürlich drauf. Das ist natürlich sehr wichtig, damit die Scheiße auch mal ein bisschen länger hält, ne? Und wir nicht so schnell, nicht immer so viel reparieren müssen. Oh, da leckt's schon wieder. Ich glaube, das ist auch das Stichwort, dann mal eben aufzuhören. Und hier, ja, würde mal sagen, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.